Zu Beginn des Jahrzehnts stand eine Stadt im Westen des Landes plötzlich im Mittelpunkt. Mönchengladbach. Genauer gesagt, diese Diskothek in der Altstadt. The sexiest kicker alive. Damals jedenfalls. Günther Netzer. Sind Sie eitel? Ein wenig, glaube ich schon. War nicht so viel. Ein Mann mit Stil, Geld und einem tollen Auto.